Hallo, ich bin Angelika Schatzmann aus Österreich und ich bin mit meinem Sohn hier zur Stammzelltherapie mit Vincent. Vincent ist 6 Jahre alt und hat bei der Geburt Sauerstoffmangel erlitten. Aufgrund dessen hat er Tetraspastik, also ist in allen 4 Extremitäten spastisch, kann nicht sprechen, nicht laufen, nicht sitzen und wir erhoffen uns durch die Stammzellentransplantation eine Verbesserung seines gesamten Zustandes. Vincent hatte eben einen schweren Sauerstoffmangel bei seiner Geburt und hat dadurch sehr viele Meilensteine nicht erreicht. Durch seine spastische Lähmung kann er nicht sitzen, nicht laufen, nicht sprechen, obwohl er sehr gerne sich kommunizieren möchte. Man merkt das auch, also er kann mit seinem Augencomputer zum Beispiel sehr gut umgehen schon. Er kann sich sehr gut konzentrieren, aber er möchte eben noch mehr und aufgrund seiner spastischen Tetraparese ist es ihm oft nicht möglich. Also man merkt, er will etwas machen, aber die Spastik hält ihn zurück. Wir haben es im Internet gelesen und haben nur Gutes über diese Klinik gelesen und auch von Freunden, die auch Stammzelltherapie gemacht haben, haben wir davon gehört und haben dann nachgelesen im Internet. Ja, prinzipiell denke ich, dass großes Potenzial ist in dieser Technologie. Am Anfang ist man halt als Eltern auch kritisch gegenüber, aber durch Recherche, dass es doch vielen hilft, haben wir es gewagt, es zu versuchen. Angst, dass er es halt nicht gut vertragen könnte, aber vor allem haben wir Erwartungen, dass es ihm einfach in seinem allgemeinen Zustand helfen kann, dass es seine Lebensqualität verbessern kann. Uns hat ein befreundetes Ehepaar mit ihrem Kind erzählt, dass es ihm so gut geholfen hat, dass sie jetzt schon das 3. Mal eine große Reise auf sich nehmen, um die Stammzellen zu machen. Und zusätzlich habe ich in Facebook über ein Mädchen gelesen bzw. Die Geschichte verfolgt, bei der auch sehr schön, auch ein Kind, auch 4 Jahre alt, bei der sehr schön gesehen wurde, wie es ihr geholfen hat. Für Vincent hoffe ich mir eigentlich in jedem Zustand von seinem Körper ist eine Verbesserung gut. Also sei es mehr Kopfkontrolle, mehr Rumpfkontrolle und vor allem auch eine bessere Koordination seiner Arme wäre für uns sehr wünschenswert. Also ich muss jetzt sagen, ich hatte gar keine Ahnung, was mich hier erwartet und ich bin positiv überrascht, weil die Klinik hier ist wirklich sehr, sehr gut organisiert und wir hatten zu keinem Zeitpunkt, waren wir in Zweifel, ob das jetzt gut ist hier. Die Therapien sind sehr gut, alle Leute sind sehr herzlich und auch der Arzt ist wirklich sehr, sehr gut. Also wir fühlen uns in besten Händen und wie es Markus in Österreich schon beruhigt hat und auch gesagt hat, es wird alles gut gehen, so ist es auch wirklich. Also es sind bis jetzt wirklich alles sehr, sehr gut. Ja, wir wurden am Flughafen gleich abgeholt, wir wurden zum Hotel gebracht. Da haben wir uns zuerst einmal an die neue Luft angewöhnt und dann startete es eh schon am nächsten Tag. Hier in der Klinik hatte er schon die erste Stammzelltherapie und dann ging es eigentlich von da. Also von diesem Tag an hatten wir eigentlich ständig Therapien und Behandlungen. Von dem her, am Abend gehe ich mit Vincent raus. Er genießt das sehr, die neue Leute, neue Geräusche, aber eigentlich sind wir untertags in der Klinik. Ja, hervorzuheben ist, dass hier einfach alles in einem Rundumpaket angeboten wird. Das war auch für uns der Grund, hierher zu kommen. Es sind nicht nur die Stammzellen, es wird auch gleich darauf geachtet, dass die Stammzellen aktiviert werden mit hyperbarischem Sauerstoff. Also da geht Vincent in eine Überdruckkammer und es wird ihm 100% Sauerstoff über eine Maske zugeführt. Man weiß einfach, dass das Neuronen, die schlafen, eventuell aufwecken kann bzw. sie aktivieren kann. Vincent reagiert da auch sehr gut darauf. Leider haben wir in Österreich ansonsten nur sehr schwer Zugang zu so einer Therapie.
Zusätzlich wird TMS gemacht. Das ist eine Therapie, wo spezielle Bereiche des Gehirns aktiviert werden können. In unserem Bereich versuchen wir hier mit der Magnettherapie speziell auf die Arm- und Beinregion zu gehen, was man auch sofort als Antwort von Vincent merkt. Also gleich nach der TMS will er seine Hände benutzen. Ist leider bei uns in Österreich auch sehr, sehr schwer zugänglich. Habe ich lange danach gesucht, nach einer Stelle, die mir TMS anbieten kann. Zusätzlich hat er als Abrundung noch Ergotherapie, die er sehr genießt, und auch Physiotherapie. Und zusätzlich hat er noch im 35 Grad warmen Pool Wassertherapie, was natürlich seiner Spastik sehr gut tut. Die Stammzellen bekommt er über eine Knochenmarkspunktion immer Montag und Donnerstag. Insgesamt sind wir 3 Wochen hier. Das heißt, er hat es 6-mal, diese Prozedur. Er bekommt davor einen Venenzugang und eine Infusion, damit er genug Flüssigkeit intus hat und weil er auch nicht mehr trinken darf, 3 Stunden davor. Die Prozedur selber, die Knochenmarkspunktion, ist immer ganz schnell erledigt, vielleicht 10 Minuten. Danach ist es aber anstrengend für ihn. Also danach hat er wirklich 24 Stunden später, also 24 Stunden lang ist er mehr müde, muss mehr schlafen, hat manchmal auch ein bisschen Fieber danach entwickelt, was aber vollkommen normal ist. Aber nach diesen 24 Stunden geht es ihm wieder sehr, sehr gut. Also das Klinikpersonal ist überaus herzlich und wirklich sehr, sehr zuvorkommend. Da bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Also wirklich rundum beste Betreuung. Ich habe gesehen, dass Vincent sehr aufgeweckt ist, sehr neugierig ist, die Therapien sehr genießt. Was es schlussendlich mit der Beweglichkeit der Hände bringen wird, werden wir nach 3 bis 6 Monaten arbeiten, die Stammzellen danach, werden wir mit viel Therapie danach sehen. Aber auf jeden Fall lacht er sehr viel, ist glücklich hier und zeigt, dass es ihm in allem sehr gut tut. Ja, ich würde es einfach probieren. Also wenn man Angst hat, ob es schaden könnte, ich würde einfach, es ist doch eine Hoffnung, die auch immer noch hier ist, und ich denke mir, man sollte es einfach versuchen.